Mein Name ist Patrick Beurer, ich bin 25, bin Fußball-Freestyle-Profi und ich darf die Sport-Challenge im Fußball-Freestyle der Polizei NRW judgen. Mein Name ist Isabel Hochstein, ich bin 25 Jahre alt, bin im dritten Ausbildungsjahr, spiele Fußball im SV Duisburg in der ersten Liga und zusätzlich für das Land NRW. Mein Name ist Pauline Dallmann, ich bin 21 Jahre alt, ich spiele derzeitig bei Borussia Mönchengladbach, ich bin im dritten Ausbildungsjahr bei der Polizei und spiele derzeitig für die Landesauswahl NRW. Hier ist der Patrick und ich darf heute als Jury die Gewinner von dem Abi-Home-Gewinnspiel von der Kopfball-Challenge zusammen mit der Polizei Nordrhein-Westfalen bekannt geben. Danke für eure vielzähligen Einsendungen. Hat mich sehr gefreut, so viele Videos anschauen zu dürfen, zu können, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Und ja, jetzt kommen wir zu den Gewinnern. Es gab gleich mehrere Schulen, die Polizei tatsächlich schlagen konnten, die mehr Kopfbälle abwechselnd hin und her machen konnten als die Polizei. Und dementsprechend haben wir ja davor angekündigt, dass die Schule mit den meisten Kopfbällen dann eben gewinnen wird. Nicht ganz auf den ersten Platz, aber besser als die Polizei. Das ist das Sibi Bad Honnef Gymnasium. Herzlichen Glückwunsch. Und das Reismann Gymnasium in Paderborn. Ihr seid besser als die Polizei, aber leider gab es noch eine Schule, die besser war als ihr. Aber davor will ich noch kurz zwei andere Schulen erwähnen. Zum einen das Albert-Schweitzer-Gymnasium Hürth. Da hat mir besonders gefallen, dass während dem Kopfball hin und her jonglieren, haben sich die zwei Personen, wir schauen es gerade mal an, haben die sich gedreht. Ob das gewollt war oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber das fand ich ganz interessant, wie ihr gerade hier gesehen habt. Und die zweite Schule, die ich noch erwähnen möchte, die das Ganze auch freestyle-technisch wirklich super gelöst hat, ist das ESG in Gütersloh. Auch hier schauen wir mal kurz rein, was die gemacht haben. Hier fliegt der Ball rein, dann wird der Ball mit dem Toe-Bounce angenommen und wird dann mit der Hacke bzw. mit der Außenseite rübergespielt. Dann kommt die kurze Vorstellung und dann die Kopfbälle. Das hat mir super gefallen. Und jetzt kommen wir natürlich noch zum Gewinner. Und zwar gewonnen hat mit 658 Kopfbällen, was fast 10 Minuten gedauert hat für die Schule, für die zwei Schülerinnen und Schüler. Herzlichen Glückwunsch, danke fürs Mitmachen. Viele Grüße an euch alle und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.